So, ausnahmsweise mal wieder Bunna Heaven im Whisky-Plausch. Aber heute die familienfreundliche Literflasche. Viel Spaß. Familienfreundliche Liter, kann es doch nicht sagen. Nee, warum nicht? Familienfreundlich. Ja, ist nicht familienfreundliche Literflasche. Das ist ein Großangebot, Großpackung. Es ist der Eirik Nagreine. Oder hoffentlich halbwegs richtig ausgesprochen, der Henry Nagrinho oder so ähnlich. So. Herzlich willkommen beim Whisky-Plausch. Ja, süffiges Glück auf, dass ihr eingeschaltet habt. Also, oh, dieses Gelische. Henry Nagrinho. Ja, das klingt eher spanisch. Ganz würde ich auch sagen, so mexikanisch, ja. So in diese Richtung. Ah, dieses Gelische, ne? Muss jetzt auch die Aussprache, habe ich mir jetzt hier hinten selbst aufgeschrieben. Habe ich wieder vom Whisky-Nerd aus Irland, der hatte den mal vor der Kamera und habe da mal zugehört. Egal, das Ding heißt übersetzt Morning Sky, also Morgenhimmel. Stelle ich mir jetzt richtig schön Eos vor. Leichtes, was? Eos? Eos. Wusstest du da? Eos, kennst du Eos? Was war denn Eos nochmal? Ist das nicht eine Firma? Nee. Es gibt, finde ich sehr, sehr spannend, ja, jetzt geht los. Wo so Wörter herkommen, ne, und wie die verbraucht oder gebraucht werden von Unternehmen. Eos. Kenne ich eine große Kamerafirma-Hersteller? Ach, Eos. Ne? Ja, die, das wollte ich doch sagen. Das meinte ich die eigentlich. Die eine Serie haben. Hm? Die EOS heißt. Ja. Und das kann man ja verbinden, ne, so mit Licht und so. Passt ja zur Kamera. Ja. Ja, ne? Ja. Braucht man ja zum Fotografieren. Ja, ist besser. Und dann gibt es einen Autohersteller, der eine Cabrio-Serie hat, die EOS heißt. Ja, ist kein Dach drauf, ist auch kein Licht drin. Genau, ja. Kommt auch Licht, kommt Sonne rein. Hm. Und EOS ist die Göttin der Morgenröte. Ah, Eos, Schwester von Eros? Nee, das ist der Ramazzotti, das ist der Schnaps. Ach, jo, ja. Das ist ganz falsch gewesen. Ich habe jetzt gedacht, ich war schon dicht dran, war aber doch nicht so. Okay. Aber da denke ich gerade so dran, bei Morning Sky, die Morgenröte. Morning Sky, war auch, glaube ich, ein Song irgendwie. Ne? Aber wie man das ausspricht, Erich Nagrein. Enrina Grinio. Irgendwie so. Ich weiß nicht, bevor wir uns da... Vielleicht wir haben uns sowieso alle Zungenknochen gebrochen, die man nicht hat. Ja. Gut, wir haben. Gehen wir einfach mal zum Whisky. Haben wir schon gesagt, ist Bunna Heaven, ja, haben wir ja schon gesagt. Ne? Ja. Ist, hier steht jetzt noch Batch 1 auf dem Tisch. Ich glaube, wir sind bei 3 mittlerweile. Okay. Ist eine. Abfüllung für ein Travel Retail wahrscheinlich. Travel Retail, deshalb eine Literklasse ist. Ja, familienfreundlich. Steht neben. Was weiß ich, Zahncreme und Rasierwasser ist dann auch dieser Bunna Heaven wahrscheinlich zu finden, irgendwo am Airport. Ja, zwischen der ganzen Schokolade. Und zwischen der ganzen Schokolade. Deshalb auch in der, naja, in der Großpackung, sagen wir jetzt mal. Wir haben keine Gläser, wir haben kein Sample, ich weiß nicht warum. Wir haben in erster Linie auch keine Altersangabe. Das sowieso. Alles andere lässt sich von unserer Seite relativ schnell lösen. Hier sind Gläser. Okay, ich gucke nochmal hier auf den Zettel. Nee. Hier ist auch der, nein, das ist der falsche, hier ist auch der Whisky. Bist du sicher? Ja. Guck nochmal drauf. Habe ich. Guck nochmal. Kontrollier einfach nochmal. Willst du kontrollieren? Okay, bin ich mit einverstanden. Gut. Jo. Bunna Heaven ist an und für sich dafür bekannt, dass die... Geilen Whisky machen? Ja. Und als Eiler Brennerei mehr nicht gepeteten Whisky wie gepeteten Whisky. Das ist schon mal so ein kleines Alleinstellungsmerkmal für die Brennerei. Und wir haben hier... Ja, was haben wir hier eigentlich? Wir haben zwei interessante Fässer, die mich dann schon wieder, sag ich mal, ansprechen. Auch wir haben italienische und französische Rotweinfässer. Als Maturing? Wenn wir es nicht wissen, würde ich davon ausgehen, es ist ein Finish. Als Maturing würde ich eher sagen. Ja? Ja, es wird explizit kein Bourbonfass erwähnt. Okay. Und ich glaube nicht, dass du, sag ich mal, in einem italienischen Rotwein fast eine Vorreifung machst, nee, und in einem französischen dann ein Finish. Das stimmt. Das, also, ja. Das glaube ich eigentlich weniger. Das Interessante daran ist wohl, laut Aussage von Whisky Lünnemann, dass wir ganz unterschiedliche Alter da drin haben. Dass die also ziemlich weit nach oben und nach unten gehen. Ich meine, 3 muss er ja sein, aber...
gut. Viel Verschiedenes, was natürlich auch viele verschiedene Facetten in den Whisky rein. Ganz genau, da wird einiges an Aromen auch geben. Und hier steht auch, setzt sich zusammen aus einer komplexen Mariage verschiedener Bunnahabhain Malts mit den feinsten Rotwein fast Matured Bunnahabhain Whiskys. Ja. Ja, also hier ist nochmal dieses Matured drin. Ja. Also keine Vorreifung irgendwo anders drin scheinbar. Oder zumindest einige Fässer drin, die eine Vollreifung haben. Kann ja auch sein, dass es teils ist. Gut, aber dann würde Bourbon fast erwähnen. Ja, das ist sowieso ganz interessant. Ich sag mal, die Travel Retail Abfüllung, wir haben ja von Bunnahabhain noch einen, die sind an Kladak. Haben wir auch ein Video zugemacht, ne? Haben wir auch ein Video zugemacht. Ist auch Literflasche für einen sehr humanen Kurs mit einer rein Sherry-Fassreifung. Auch unterschiedliche Alter, aber nur Sherry-Fässer. Ja. Preislich liegen wir bei ungefähr 53, 55 Euro ist immer noch zu erhalten. Wir haben hier am Tisch und die Fotos, die ihr auch seht, da steht noch drauf Batch 1. Ja. Der ist also schon ein bisschen älter. Die sind vom Batch, sind sie jetzt weggegangen. Die neuen Flaschen haben diese Angabe nicht mehr. Das ist der falsches Sample. Auf dem Sample steht aber auch keine Batch-Angabe mehr drauf. Nee. Also ne, wir probieren heute wieder aus einem Sample. Ja. Wir machen die Flasche jetzt nicht auf. Die neuen Flaschen sehen auch ein bisschen anders aus. Da ist das Etikett hier vorne dann nicht mit zwei geteilt. Hier ist ja eine Lücke, sondern das Etikett ist durchgängig. Mhm. Ich glaube auch die Kartonfarbe ist ein bisschen anders. Ist ein bisschen heller geworden. Also wenn ich jetzt dem Internet glaube und den Fotos glaube, aber im Großen und Ganzen ist das nicht mehr so ein Bordeaux-Rot, sondern zieht das schon ein bisschen mehr in Orange rein. Okay, das sind jetzt so die einzigen Unterschiede. Wie gesagt, dies ist die alte Flasche. Wir haben einen aktuellen Sample, sag ich mal, von den letzten Abfüllungen. Interessant ist natürlich wieder Bunnahabhain. Ich mag Bunnahabhain pauschal sehr gerne. Ich glaube, du bist da heute auch gut dabei. Ja. Und dann wirklich nur Rotweinfässer. Dürfte ganz interessant sein. Das ist schon eine coole Kombi. Obwohl, ist ja gelogen. Ich habe schon eine Flasche davon weg. Ja? Mhm. Hast du den schon mal probiert? Ja, ich habe den schon mal ausgiebig probiert. Das ist aber schon länger her. Was heißt länger? Das ist jetzt eine Gretchenfrage. Ein halbes Jahr oder fünf? Nee, Jahre. Okay, Jahre. Also Jahre. Ist das schon. Ja, in der Nase. Ich habe einfach mal angefangen zu schnüffeln. Ja, ich bin auch schon dabei. Rotwein. Ja. Also Rotwein-Fassreifung. Beschreibt es vielleicht mehr, so typischen Rotwein. Aber nicht zu krass, dass du jetzt wirklich sagst, ich habe einen richtig derben Rotwein. Nee, aber man hat auch Rotweinaromen. Also man hat diese Rotwein-Fassreifung und auch Rotweinaromen. Aber du hast wieder eine maritime Note. Du hast... Ja, dieses salzige, mehrige... Du hast Kraft, hast du. Du ja. hast wirklich diese, wie ich immer sage, so diese Eiler-Ruppigkeit, die da drin ist. Mhm. Ne, das ist nichts Glattgebügeltes oder sowas Feines, ne. Und was nicht schlecht ist, das ist jetzt alles nicht negativ gemeint, das ist einfach nur ein anderer Charakter. Da und der kommt schon sehr rüber, sehr gut rüber. Ist schon eher so ein Rocker. Oder so ein richtiger, genau. Ne? Oder so ein richtiger Seefahrer, so ein Seefahrermann, ganz genau. Da vorne. Dem prinzipiell immer kalt ist und der was zum Wärmen braucht. Oder so ein alter, tief sitzender Zweizylinderfahrer. Auf dem Moped. 1000 Kubik, aber nur zwei Zylinder, die reichen ja aus. Der brumpelt zwar ein bisschen, aber macht Spaß. Nee, also das ist schon... So ein bisschen dreckig wirkt der Whisky auch, ne? Ja, aber auch wieder so ein bisschen so, ich meine, unterschwellig, immer Süße kann man ja nicht riechen. Aber das ist so auch Fruchtigkeit und Süße ist dabei, so Rotwein, ein bisschen Oller Rotwein. Ja, genau, so Oller Rotwein, das passt gut. Also macht mir schon ordentlich Spaß in der Nase. Ja, finde ich auch. Wir haben, Alkohol brauchen wir eigentlich nicht sagen, Bunnahabhain immer 46,3 Standard. Wie im gesamten Unternehmen. Ja. Im gesamten Großunternehmen, muss man jetzt sagen. Ja. Im gesamten Großunternehmen. Ja, dann lass uns doch einfach mal hier... Wie auch sagen. Mit der Zunge reinhalten, ne? Slange. Mit der Zunge fühlen. Ja, doch, das ist gut. Man hat wieder ordentlich maritimen Charakter. Ja, das ist das, was mir gefällt. So richtig Seegras.
ein bisschen Kaimauer. Ja. Klein wenig. Süße, richtig süße. Richtig, richtig, richtig Wein. Viel Süße. Mhm. Also, um das nochmal wieder bildlich zu verpacken, man sitzt in so einer Hafenbar. Ja. Und Fenster ist offen. Draußen regnet es aber. Ja. Es ist so ein richtig unangenehmer Nieselregen draußen. Ja, so richtig mistig, ja. Mhm. Und da sitzen so ein paar alte Leute, die Portwein trinken. Mhm. In diesen Gummiklamotten, genau. Die sowieso schon nach Schiff stinken. Ja, so ein bisschen Diesel ist mit da drin. Mhm. Kleine ja. Diesel, paar alte Krabben. Ein bisschen und Öl ist auf dem Boden verteilt. Ja, aber die trinken auch gerne was Süßes. Genau. Ja, richtig Süßes. Ein paar Holzplanken sind da auch mit drin. Das ist jetzt also ein Ding, wo ich jetzt sage, das ist aber lecker. Ja, das schmeckt nach Leuchtturm. Jo. Mhm. Das ist richtig gut. Das macht Freude. Für den Kurs so ein Liter ja zuschlagen, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, man macht prinzipiell, wenn man meinen Geschmack trifft oder hat, wenn man Bunner Heaven kauft, nichts falsch. Hier erst recht nicht. Nee. Der hat Charakter, der hat Vielschichtigkeit, der hat diese Bunner Heaven Maritimität. Ja. Der passt, da passt einfach alles zusammen und das für ja dann fast sogar ein Apfel und ein Ei, ne? Also für ungefähr 50 Euro, sage ich. Anfang 50 Euro für einen Liter muss man rechnen. Für einen Liter. Das runtergebrochen. Ist man eigentlich bei 40 Euro für eine Flasche. Unheimlich gut. Und der bringt einen wirklich in so eine Seemannskneipe rein, in irgendeinen Hafen. Doch, das ist wirklich schön. Das macht richtig Spaß. Jo, Mindieren, bring mir Muscheln. Nee, toll. Bunner Heaven war eigentlich bei uns noch nie. Ja, ist lecker, ne? Mhm. Noch nie so der Verlierer. Mhm. Aber okay. Kann jetzt einerseits sein, ist, wie gesagt, ist ja immer subjektiv, dass das auch so ein bisschen so eine Vorliebe jetzt ausnahmsweise mal von uns beiden auch ist. Könnte passen. Die Weinerei. Aber ich habe bis jetzt von Bunner wirklich noch nichts getrunken. Was und mit diesen lobhudelnden Worten schicken wir einfach mal unsere Bewerbung raus als Markenbotschafter für Bunner Heaven. Ja, für Bunner Heaven. Vielleicht haben wir ja kaum eine Chance, aber wir könnten ja trotzdem mal versuchen. Ne? In diesem Sinne. Hm? Passt auf euch auf und wenn ihr von einer Langseereise nach Hause kommt, dann ist dieser Bunner Heaven genau das Richtige für euren Whisky. Nach dem vierten Liter fahrt ihr sofort wieder raus. Bis dahin macht's gut. Bleibt gesund. Und Muschel nur von O bis O. Wichtig, wegen die Kühlketten. Die Kühlketten. Kann man die um den Hals hängen? Die Kühlketten? Was hast du denn nochmal? Das ist ja eine Kühlkette. Ach so. Ein Liter. Ein Liter Fiskö. Kriegen wir, glaube ich, gar nicht alles hier auf unsere Präsentationsholzbox. Haben wir auch nicht gesagt. Keine Farbe, keine Kühlkette.